Money, cero, money, money. Come to Cuba and enjoy the good sunshine and the good beaches in Cuba. Nach 7 Jahren im Sommer 2022 machen wir es endlich wahr und lösen unser im zweiten Teil gegebenes Versprechen ein. Wir sind Beate und Eckhart und besuchen zum dritten Mal die Trauminsel in der Karibik, Kuba. Nun wollen wir sehen, was und wie sich alles verändert hat. Auch dieses Jahr wohnen wir im altbewährten Hotel Rock Arenas Doradas auf der Halbinsel Varadero. Urlaub bei Freunden und wir fühlen uns gleich wie zu Hause. Wir haben uns gut auf die Tour vorbereitet und wollen viel sehen. Altes und Neues. Im Mittelpunkt des Videos stehen dieses Mal mehrere Ausflüge zu den unterschiedlichsten Regionen. So buchen wir eine zweitägige Tour in die Region Cienfuegos und Trinidad. Beide Städte sind ein Erlebnis und die darauf folgende Expedition durch den Regenwald im Nationalpark Parc Guayanara in der Sierra de Escambray. Ein ganz besonderes Erlebnis mit russischen Limousinen, exotischer Vegetation und ausgeuferten Bächen. Zwei Tage Havanna sind nun langsam Pflicht für uns geworden. Auch bei dieser Tour gab es neben den bekannten Sehenswürdigkeiten auch noch viel Neues zu entdecken. So besuchen wir das Haus von Hemingway, die Finca Vigia, stehen neben der 20 Meter hohen Christusstatue, besuchen das Hotel National und fahren mit einem 1952er Pontiac Cabrio durch die schöne, teilweise marode Hauptstadt des Landes. In der Bar Bodeguilla del Medio haben wir ein ganz besonderes Erlebnis der musikalischen Art. Eine Tour mit einem Katamaran zu den Cayos Blancos und der Besuch eines Delfinariums ist ein weiteres Highlight dieser Reise. Besonders das Schwimmen und Schmusen mit diesen fantastischen Tieren ist etwas, was man nicht so schnell vergisst. Natürlich hat auch die rhythmische Musik der vielen unterschiedlichsten kubanischen Bands in diesem Video ihren Platz gefunden. Das muss einfach sein, denn an den Musikern kommen wir nicht vorbei. Seien Sie gespannt auf das neue Video von Weinbrand Productions. Seien Sie gespannt auf Kuba, Trauminsel in der Karibik. Nun schon in der dritten Folge. Hallo.